Ich möchte alle unsere Zuschauer aufs Herzlichste willkommen heißen. Bevor es aber wirklich losgeht, müssen wir nur noch auf die Formalitäten vor dem Anstoß warten. Einen wunderschönen an alle. Ich bin Marco Hagemann und neben mir Hansi Küpper, der diese Partie heute mit analysieren wird. Hallo Marco, es dauert nicht mehr lange und ich glaube, dann können wir sagen, lasst das Spiel beginnen. Zeit, sich während der Hymne kurz zu wollen wir uns mal die Aufstellung der beiden Teams ansehen. Damit sind wir im Spiel. Es bleibt beim Versuch. Sie kommen mit dem Ball nicht weiter nach vorn. Der kommt richtig lang. Den Raum auf dem Flügel. Um Himmels Willen, er will ihn aus dem Stadion grätschen. Hartes Tackling, aber alles regulär. Zahavi. Ab auf die Flanke. Über die Seite. Den hat er. Da genau, müsste Einwurf geben. Zahavi. Und er spielt den Ball hoch rein. So jagt man heute den Ball. Manchmal erlebt man ja trotz eines 0:0, dass die Atmosphäre knisternd und prickelnd ist. Die schießen hier überhaupt nicht aufs Tor. Hier ist das wirklich nicht der Fall. Seinen Mitspiel. Jetzt der Abschluss. So knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Thank you.
Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Da steigt er hoch. Gut gehalten vom Torhüter. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Bei wem der wohl landet? Sucht die Lücke. Der ist schön durchgekommen. Versucht's mit einer Hereingabe. Das waren die ersten 45 Minuten. Schade, dass sie jetzt in die Kabine müssen. Die hatten einen richtig guten Lauf in den letzten Minuten. Ich bin mir sicher, die hätten gerne weitergespielt. Ein torloses Remis. Alles ist wieder bereit. Die Teams gehen mit einem 0:0 in die zweite Spielhälfte. In der eigenen Hälfte zurückerobert. Wir befinden uns mitten in der zweiten Hälfte und haben immer noch kein Tor gesehen. Ab auf die Flanke. Der Torhüter haut ihn weit raus. Sahabi macht das Spiel gut breit. Versucht den Pass da durch die Gasse. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Wäre eine dicke Möglichkeit gewesen, aber er steht tatsächlich die wenigen Zentimeter im Abseits. Es ist Zeit für neue Energie. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob es diesmal was bringt. Bisher kein so großes Spektakel, wie ich finde. Chancen sind hier Mangelware. Immer noch 0:0 und ich wage mal die Behauptung, wenn die nicht einen richtigen Zahn zulegen in der Offensive, dann steht es beim Abpfiff auch 0:0. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Wir geben sie nicht auf bis zum Schluss. Vielleicht fällt hier ja doch noch der Treffer, auf den alle im Stadion warten. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Der Ball wird länger und länger. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann jetzt. Und das war's, der Schiedsrichter pfeift ab. Keine Tore, keine Sieger, kein aufregendes Fußballspiel. Aus, vorbei, die Partie ist zu Ende. Was hältst du denn von dieser Begegnung? Kein Sieger.